Ich habe im Moment so ein bisschen Gummibeine. Mir graut schon, da hochzugehen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht hätte ich doch ein Bier mitnehmen sollen. So. Geht, bitte. Ja. Boah, Junge. Hey Junge, ich krieg einen Herzinfarkt, ne? Ich sagte, ich hätte vorher eine Aspirin reinschmeißen sollen. Dubai, entspannte 41 Grad im Schatten. Hier leben die Geissens derzeit ganz frei nach dem Motto: Wer rastet, der röstet. Da geht die Klimaanlage nicht. Hier bläst in einer Tour warme Luft raus. Warum können wir das nicht ausmachen? Da wie denn, Robert? Also aus, auf, aus. Wir haben gleich gekochte Eier. Robert! Nee, wir müssen aus dem Aquarium raus. Robert, warte, pass auf, Robert. Jetzt haben wir schon die zwei nach Dubai eingeladen. Und was passiert? Der Bentley geht kaputt. Die Klimaanlage. Jetzt fehlt da wahrscheinlich Klimagas. Aber ich gebe davon aus, dass wir das schnellstens beheben können. Ich hoffe bei der Hitze. Es sind 36 Grad. Ich kann nicht mehr, ich krieg keine Luft mehr hier im Auto. Ich bin patschnass geschwitzt. Das Problem ist ganz einfach, dass bei dem Auto die Klimaanlage kaputt ist und das bläst uns noch heiße Luft ins Gesicht hier bei gefühlten über 30 Grad. Wir haben nichts zu trinken und gar nichts, müssen jetzt irgendwas auf die Reihe bekommen. Er kennt hier einen Autohändler, zu dem fahren wir jetzt hin. Einzig, was wir jetzt noch haben an Flüssigkeit, ist hier der Hand Sanitizer. Nur den können wir jetzt noch trinken, sonst geht gar nichts. Aber das ist das Letzte, weißt du, das tut man ja erst dann, kurz vorm Verrecken. Noch verrecken wir ja nicht, aber ich bin ernsthaft, ich bin am Eingehen. Sorry, ich weiß, die denken garantiert, wir sind Idioten, wir sind die einzigen Volldeppen, die hier mit offenem Auto rumfahren und haben die Scheiben runter. Alle anderen haben eine anständige Klimaanlage. Ich kann nicht mehr, aber ich fühle, dass ich in der Wüste bin. Das reicht, oder? Es ist so heiß und ich habe auch noch eine Jacke. Ich kann mich aber nicht bewegen, weil es hier so eng ist. You like the change? We need air condition. Bremen, so heißer Wüstensand. So schön, schön war die Zeit. Wir sterben. Ja, aber ihr kennt das doch nicht. Nein. Andreas, ja? Die wollen uns schnell wieder loswerden. Willst du das nicht? Das ist... Damit die heißgeliebte Entourage sich nicht mit dem nächsten Flieger verabschiedet, steuert man flott eine Autowerkstatt an. Wir gehen kaputt hier in dem Auto. Bei uns kommt nur warme Luft. Wir sind gebacken. Heiße Luft. Seit heute, oder? Ja, guck hier, wenn du das jetzt anmachst. Jetzt geht gar nichts mehr. Wenn er das jetzt in drei Zügen macht, fahre ich jetzt. Das lässt sich nicht mal so eben schnell beheben. Die Geissens sind allerdings nicht die einzigen Promis, die in der Autowerkstatt gestrandet sind. Jetzt müssen wir noch warten, so haben wir uns den Tag natürlich nicht vorgestellt. Ja, aber für mich war es natürlich positiv, weil ich habe eine ganz besondere Person kennengelernt. Dann hast du Glück gehabt. Richtig. Das ist ja, jetzt stehe ich mit einem hier und bin wieder eine halbe Stunde am Labern und weiß nicht, mit wem ich rede. Sorry. Nein, nein, alles gut. Ich bin zu alt. Also ich bin ja aus dem Alter raus. Um Gottes Willen, nein. Du bist aus dem Alter auf jeden Fall nicht raus. Aber vielleicht bin ich einfach nur out. Nein, nein, aber ich liebe auch Rap. Aha. Und dann kann das mit Sicherheit sein, dass ich deine Musik kenne. Aber ich habe dich natürlich nicht vor Augen. Ja. Und das Schlimme ist natürlich, dass ich nicht so gute Erfahrungen mit dem einen oder anderen Rapper habe. Ja, hast du mitbekommen. Genau. Hast du mitbekommen. Hab ich mitbekommen. Und also ich wäre auf alles gekommen, aber nicht, dass du ein Rapper bist. Korrekt, korrekt, korrekt. Ich habe halt eben in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, dass es auch die andere Seite, die schwarze Seite gibt. Und die ist halt nicht so lustig. Er ist Rapper. Ah ja? In Deutschland? Aus Deutschland. Okay, und du sprichst mit uns? Das ist auch schon mal was. Du hast dann schon mal Fortschritte gemacht. Und ich weiß, die Kinder, die erzählen, die hören die Musik von Nemo. Und finde ihn okay. So meine cool. Auch. Meine auch. Deine auch? Er kennt ihn nicht. Ich habe das Wort erkannt. Ehrlich. Ja, ich höre ja kein deutsches Radio. Also doch. Ja? Ja, in Monaco gibt es kein deutsches Radio. Spiel mal ein Lied. Ja, echt krasse Lieder. Rapper Nemo aus dem krassen Karlsruhe hat fetten Swag und noch fettere Credibility in good old Germany. Gecheckt, Homies. Macht nix. Ich auch nicht. Jetzt werden die Kinder auch noch neidisch sein, denn die wissen ja gar nicht, wen man hier alles so treffen kann. Tja, vielleicht kommen sie dann beim nächsten Mal mit, wenn sie sehen, wen wir getroffen haben.
Ah, jetzt kommt der Kaffee. Hey Leute, lass uns doch so ein Auto nehmen und einfach irgendwo hinfahren. Hier gibt's doch bestimmt irgendwo eine Strandbar. Ali, komm mal her. Ich hab ein Anliegen. Jo. Gib mir zwei Autos. Wie bitte? Gib mir zwei Autos. Lügst denn doch den Mercedes da ab, der da steht? Genau. Und diesen Porsche, den hat er doch schon angeboten. Ja, gar kein Problem. Alles klar, geht das? Schlüssel steckt. Okay. Ja, dann fahren wir irgendwo ein Bierchen trinken oder was? Logisch. Ah, so macht er da. Ich nehm den. Ich bin mit Sicherheit wertvoller. Nein, sag mal. Nein, was hast nein. Du? AMG Mercedes. GT. Oh, AMG GT, hey, was willst du? Ein Porsche ist besser. Was macht ihr? Wir fahren jetzt zum Beachclub. Ach, Robert. Und ich muss zum Friseur. Ja, du kannst gleich zum Friseur. Du hast noch eine Stunde. Wir fahren schnell. Komm, in einer Stunde ist der Bentley fertig und dann geht's ab für dich ins Hotel. Dann kannst du zum Friseur. Wer fährt mit wem? Aber jetzt hier weiter in der Wüste rumsitzen, habe ich keine Lust zu. Mit wem soll ich fahren? Du kannst mit mir oder mit Andreas fahren. Ja. Komm mit mir, dann ist sicher, dass wir ankommen. Ja, das Problem bei dir ist natürlich, ich habe gestern ein bisschen gemerkt, dass du so ein fraulichen Touch manchmal im Auto fahren. Was für? Also komm, ich fahr mit Kurt. Komm, Kurt. Ja, komm, let's go. Wir nehmen den hier. Okay. Ja, komm, dann fahr ich mit dir. Robert, du hast gut gezogen, gell? Ich fahr lieber mit einem Auto. Hast du gut gemacht. Hab ich gut gezogen, ja, oder? Ja, aber du ziehst immer gut. Scheiße, du. Oh, guck mal, Carmen, was für ein Gerät die haben. Wahnsinn. Warum? Ich hab den falschen gezogen. Ach, ihr habt auch noch geknobelt. Ja, Robert. Ja, kommst du? Ja, ich komme. Meine Güte, fahr vorsichtig. Bist du, Carmen? Willst du fahren oder ich? Ha? Ich fahre. Ich und rückwärts fahren, ne? Ich fahre ganz zurück, ne? Oder fahr ich hier rein? Was machst du? Ha, ich hab Angst. Warum lachst du? Ich hab Angst, Carmen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe beim Film Fast and the Furious mitgespielt. Welche Nummer? 17. Ah, ja. Herrlich. Während sich Carmen schneckengleich in Richtung Autobahn bewegt, zeigt Robert seine schönen Rücklichter. Carmen ist weit hinter mir. Sie ist eben nicht so schnell unterwegs. Und bis die ankommt, habe ich mein erstes Bier schon getrunken. Wenn du da mal nicht falsch liegst. Wenn ich schneller bin als Robert, das mag er gar nicht. Aber ich habe gleich einen Friseurtermin und da kann ich nicht zu spät kommen. Karma will gewinnen. Es geht um alles. Nur noch 30 Minuten gibt es 20% Rabatt auf Dauerwellen. Und kühles Bier. Oh, du Schwein. Da bin ich aber als erstes angekommen, ne? Nur mal zum Sagen. 800 PS gehen gut, liegen auch gut auf der Straße, muss man sagen. Also, top. Ich bin doch vor dir da. Ja, aber nur vorher in der Parklücke. Ich steh da vor dir, oder? In der Parklücke. Komm, hier geht's rein. Okay. Komm, wir müssen jetzt warten, bis der Bentley kommt und dann kannst du zum Friseur fahren. Okay, wer fährt mich denn da hin? Ja, der den Bentley bringt. Ah. Zum Wohl, Kumpels. Ja, hat ja alles noch super funktioniert, oder? Haben wir den Tag doch gut rumbekommen. Ich hatte einen guten Fahrer. Ich hatte eine super Fahrerin. Ja. Armin. Doch, Carmen. Also, eins muss man sagen, also fahren kannst du. Da kommt der Bentley. Oh, Leute. Oh. Dann tut mir einen Gefallen. Ich bin dann jetzt mal weg, ne? Okay, du gehst zum Friseur. Wir treffen uns dann gleich im Hotel, okay? Wir haben in der Wüste Gott sei Dank die richtige Garage gefunden, haben noch zwei geile Autos bekommen, eine schöne Spritztour hier auf die Palme und genießen jetzt den Ausblick und den Sonnenuntergang. Alles ist perfekt. Die Frau ist weg und uns geht's gut. Dann Prost, Männer! Daheim in Monaco ist der Geiß-Nachwuchs derweil ganz fleißig. Naja. Zumindest die eine Hälfte. Oder Wiener. Ja, hier in Dubai ist natürlich sehr, sehr warm. Was macht ihr denn in Monaco? Benehmt ihr euch? Hoffe, ihr zankt euch nicht. Und nehmt mir bitte nicht das neue Apartment auseinander, ja? Okay, Papa liebt euch. Ciao, ciao.
Bis bald. Hallo Papa, also ja, uns geht's gut. Das ist Shanai, das bin ich nicht. Und warum macht sie jetzt Musik an, wenn ich bin gerade dir ein Sprachmemo am Schicken und dann warum tut sie Musik an? What the fuck? Egal, wir sind nicht in der neuen Wohnung. Nee, wir haben überhaupt keine Schlüssel dafür. Also momentan habe ich sehr viel Verantwortung. Ich muss auf meine kleine Schwester aufpassen, die sehr nervig ist. Da muss ich für mein Abi lernen, dass ich auch eine sehr gute Note bekomme. Und ich muss dann in der gleichen Zeit noch kochen und auch die Klappe halten, dass Mama und Papa das nicht wissen, dass wir hier sind. Warte, ganz kurz, ich hab's ausgemacht. Warte. Jetzt, dass du hier bist. Ich bin gerade schon. Hol mir etwas Wasser. Nein, Shanai, das ist nicht. Das ist kein. Hör auf, du siehst nicht auf dem Boden. Ja, fass mich noch einmal an, okay? Ich hab jetzt Papa eine Sprachmemo geschickt und ich hab ihm gesagt, du hast. Freunde da und machst eine Riesenparty und dass die dich mitnehmen sollen das nächste Mal nach Dubai. Okay, weil die haben die Musik im Hintergrund gehört. Mhm. Ich rufe jetzt Papa an. So, Davina macht eins auf Erwachsene. Meine Eltern sind nicht da, also eigentlich können wir machen, was wir wollen. Wenn du es noch einmal machst, rufe ich Papa an. Mach deine Hausaufgaben. Shanai, ich bin wirklich Abi am machen. Kannst du bitte aufhören? Ich muss echt Sachen machen für die Schule. Hol mir etwas Wasser. Du hast Wasser, du trinkst auch gerade Wasser. Ich mag kein stilles Wasser. Ja, dann holst du es dir selbst. Ich bin hier nicht Sklave. Ich ruf Papa an. Ich kann dich wenigstens nicht hören. Hallo Papa. Hörst du das? Ja, das ist die liebe Shanai. Ja, die hat hier 5 Freunde. Okay, ich habe die alle weggeschickt, weil ich gerade meine Abi-Prüfung mache. Davina ruft sicherlich nicht Papa an, weil sonst muss sie ja auch sagen, dass sie im neuen Apartment ist. Und das geht halt nicht. Es reicht schon ein. Bitte, wir haben Nachbarn. Wir dürfen hier nicht sein. Papa hat uns schon verboten. Ich habe ihm gesagt, wir sind nicht hier. Die Kamera zeigt gerade. Guck mal, hier ist ein Spiegel. Hier ist Wenn ein Papa Spiegel. Das sieht, dann sind wir voll am Arsch. Was du Shanai, die zeitlich? Kamera ist gerade voll auf uns. Ich kann so weit nicht sehen. Ja, okay, aber die kann uns sehr, sehr gut sehen. Und wenn Mama und Papa dann wissen, dass wir hier sind, kriegen wir Ärger. Okay, gut, ich hab einen neuen Job, DJ. Watch this. Hallo, Papi. Was macht ihr? Nix. Geht's euch gut? Ja, Davina macht Hausaufgaben. Ja, und was machst du? Und ich lerne gerade. Ich habe so einen neuen Beruf, weißt du, DJ. Ja, und das nervt dich. Papa, ich mache mein Abi dieses Jahr und sie kann nichts Besseres, als hier die Musik so laut. Wir sind zu Hause. Nicht, dass ihr im neuen Apartment seid, oder? Nein. Okay. Nein. Nein, wir sind nicht in der neuen Wohnung. Kocht ihr heute Abend? Ja, ich bin schon am Kochen. Davina ist Hausaufgaben am Machen. Wir machen hier nichts Schlimmes. Okay. Mama kommt jetzt gleich. Ich warte nur auf Mama und dann gehen wir. Gehen wir gleich Abendessen, okay? Okay, wir rufen euch später nochmal an, okay? Okay. Okay, bleibt lieb, bleibt anständig. Tschüss. Ja, sag das mal Shanai. Okay, ciao. Tja, Davina, die große Schwester zu sein, ist halt Fluch und Segen zugleich. Vielleicht herrscht er für den Rest des Abends Ruhe.